Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute spiele ich mal Loadstar, das habe ich im Steam Store gesehen und hat mich direkt angesprochen. Es ist mir ins Gesicht gesprungen. Ein Weltraum-Survival-Game, soweit ich das gesehen habe, und deswegen freue ich mich gerade schon riesig. Im Übrigen, zu diesem Zeitpunkt für die auf YouTube, weil ich das höchstwahrscheinlich auf YouTube auch noch hochladen werde. Zwei Sachen. Erstens, warum ich es alleine spiele. Ich habe meine Kollegen gefragt und die haben alle entweder keinen Bock oder haben eine schlechte Review gelesen, obwohl das Spiel fast nur gute Reviews hat und haben deswegen keine Lust. Und wie ich das auf YouTube in Part unterteilen werde, ich werde wahrscheinlich versuchen, so halbe Stunde bis ein Stunden Parts draus zu schneiden. Ich weiß aber nicht, wie lang diese Streams insgesamt werden. Das sind zwei Punkte, die ich von Anfang an mal zu diesem Spiel schon mal loswerden wollte. Das Spiel kann ich übrigens nicht auf Deutsch stellen, also schon mal dran gewöhnen, dass es auf Englisch sein wird. So, ich habe noch kein Spiel hier irgendwie gemacht, wie man ja sehen kann. Ich könnte Kollegen einladen, aber wer das Spiel nicht hat, den kann ich logischerweise nicht einladen. Reintegration Error. Drive Failsafe Ich Lockout. hoffe übrigens, dass das Spiel laut genug bei euch ist. Ich höre mal eben kurz nochmal in den Stream rein. Bypassing. Forcing reintegration to nearest nominal space. Ich erinnere mich selber daran, dass ich das gleich mal ein Welcome bisschen back, höher stelle. Captain. An unknown anomaly has occurred during the firing of the Mulla Patel Drive. We have been forced into the nearest available pocket of space, though I'm not entirely sure where. Oh, mein Raumschiff ist direkt von Anfang an kaputt. Wie super. So, das bin ich. Wir kämpfen hauptsächlich so in einem Shooter-mäßigen Art Style. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir im Verlauf des Spiels kriegen, aber erstmal Settings, weil ich habe ja gerade reingehört. So, momentan habe ich nur das hier. Das erinnert mich an den Minenlaser, den man bei No Man's Sky hatte. So, da muss ich hin, ne? Erstmal die Engine reparieren. Boah, die ist ja komplett kaputt. Ah, okay, mit dem Mining Laser repariere ich das. We can begin focusing our efforts on things like survival and figuring out where in the universe we happen to be. Okay, wo kann ich fliegen? Hi, Eris. Ich habe den Chat mir jetzt übrigens mal endlich besser hingesetzt, weil ich den auch durchgehend sehe. So, wie kann ich selber fliegen? Das habe ich nämlich schon im Trailer gesehen, dass das geht. Okay. Gibt ein paar Planeten, die wir besuchen können. Freue ich mich schon. Drei sind auch immer noch Work in Progress. Ist ja noch eine Early Access. Dann fliegen wir mal zu Alpha 1. Oh, jetzt gerade leckt es ein bisschen. Ganz gut. Was ist ein ATP? Danke für die Erklärung direkt. Danke, ich freue mich über jeden Zuschauer. Warum ist alles kaputt, was auf diesem Schiff ist? Elevator, Elevator, Medbay, Recreation, da würde ich gerne mal reingucken. Wo ist jetzt dieser Elevator? Ich kann offenbar nicht sprinten, ich habe es gerade mal ausprobiert. Elevator, Elevator. Das Schiff ist zu groß. Engine. Hangar Bay Habitation. Ich muss. Ach, das ist der Elevator. Und wie nutze ich den jetzt? Ich finde schon einen Weg. Irgendwie muss ich doch nach unten kommen, auch ohne das Ding. Vielleicht ist hier auch noch einer.
So. Versuch Nummer 2 und ich höre. Ich will jetzt erstmal reinhören, ob man mich gut hört. Das allererste, was ich jetzt überprüfe. Gucken wir jetzt mal erst, ob dieser doofe Elevator jetzt funktioniert. These things will need to be addressed if you are to survive. The most pressing issue at hand is the repair of the ship's engine. If our power der Elevator funktioniert jetzt. Jetzt kann ich das Spiel endlich spielen. Then who can revive you? Ich kann es spielen. We can begin focusing our efforts on things like survival and the universe we happen to be. Ich konnte es nur nicht spielen, weil da so ein scheiß Balken die ganze Zeit immer in dem Ding hing, aber jetzt ist der wenigstens weg durch den Hotfix. Da muss ich den Entwicklern echt danken, dass sie so schnell gearbeitet haben. So, wir genießen die Warp-Sequenz. Und jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Im Übrigen, bei dessen Stream erstmal zu dem Spiel nicht funktioniert hat, mache ich morgen nochmal einen Stream zu dem Spiel. It appears that the ATP was damaged in the crash and will need to be repaired. Thankfully, a nearby asteroid field should provide you with the resources necessary to repair it. Please take the elevator at the back of the ship down to the ship's hangar. This state-of-the-art Lodestar Industries personal mining vessel should be all that you need to collect a myriad of resources from the... Ihr hört die Troller gleich sofort wieder. Aber nur den Streaming jetzt nochmal angepasst. Ich kann spielen, Leute! Und das sind übrigens die, die ich am Anfang meinte. Also für die, die das jetzt auf YouTube sehen. Ich hatte so ein hartes Problem mit diesem Aufzug, dass ich das Spiel nochmal neu installiert habe. Und spiele das Spiel gerade also eine anderthalb Stunden später nochmal. Also, ich kann jetzt endlich hier mal nach draußen. Das sind diese wunderschönen Schiffe, die ich jetzt zur Verfügung habe. Rein da. All of the necessary resources have been procured. Repairs can begin. And, Captain, your personal mining vessel can only travel so far before a return flight becomes impossible. Okay. So wie ich ein Ziel, so fliegt er auch. Wie scanne ich denn Asteroiden? Das ist meine Aufgabe gerade. Mit R, sagt er. Reindrillen! Ja, ich grab mich durch! Ich grab mich durch! So, ich brauche Kupfer. 1000 davon. Ist das ganze Ding das Kupfer? E-Inventory will ich ja sehen. Ich hab Zinn. Oh, ein Glück ist das Spiel nicht im VR, ne? Ist das schön, wenn man spielen kann. Wo ist denn das schöne Kupfer? Ach, da. Na komm. Ich will das Kupfer. Ja. Nein. Mein Kupfer. Komm, dann gönne ich mir direkt ein bisschen mehr. Da ist auch noch ein Block, sagt das Teil. So, und ich mache jetzt einmal ganz kurz etwas. Es wird jetzt ein... Und der Asteroid ist weg. Und hier sind ganz viele Asteroiden. So, wartet einen Moment. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung auf Twitch. Also, mich freut es einfach, dass dieser Bug jetzt weg ist.
Also ich habe jetzt Kupfer gesammelt. Ich muss mir den Chat noch eben kurz... Ich drehe mich gerade, aber ich brauche den Chat. Ich muss ein bisschen nach unten. Congratulations, Captain. You did not float off and become lost in the vacuum of space. So, ich habe 5000 Kupfer. You have plenty of copper to repair the landing craft and venture to the... Ich mache gerade nur den Chat ein bisschen kleiner, damit ich mehr vom Spiel sehe. So, ich habe das repariert, was ich brauche, um zum Planeten zu gehen. Armory. Kann ich mir irgendwas jetzt hier basteln? Nee, dafür brauche ich Zinn. Man kann so viel für das ganze Zeug hier freischalten, Leute. Und diese Grappling Hooks, soweit ich das gesehen habe, werden später noch richtig wichtig. Oh, was man hier alles machen kann. Ich wollte nach unten, ne? 4000 Kupfer habe ich noch. Dann mal runter. Warning. Drop pod launch commencing. Auf zum Planeten. Landesequenz wird eingeleitet. Jetzt hat sich die 20 Euro doch gelohnt. Congratulations, Captain. You have successfully discovered extraterrestrial life. Even though we may not make it home to report this to you. Ich habe auch das falsche etwas gedrückt. So, ich muss Sinn finden. Das ist da unten laut Karte. Sinn! Jawollo! Ich glaube, dieses Leuchten sagt mir, da kriege ich mehr. Und Mining direkt gelevelt. Oh, so viel Zinn. Also mir macht das Spiel jetzt schon Spaß. Ich finde es toll, dass der blinkende Punkt gerade im Boden war. Direkt Level 3 beim Mining. So, wir nehmen das Zinn mal ganz mit. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Dann mache ich mir nämlich jetzt meinen Grappling Hook. Ich habe das Zinn hier gesehen. Wir bauen uns von oben nach unten ab. Direkt schon Mining Level 6. So, ist hier noch ein Zinnteil in der Nähe? Ja, da oben. Komme ich da denn dran? Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Moment, ich will nur meine Lebensleiste auch sehen. Deswegen packe ich mir den Twitch-Chat eben kurz in eine Ecke, wo der nicht so doll stört. So. Komme ich da hoch irgendwie? Kann ich das wenigstens von hier aus abbauen? Nein, der hat nicht so eine riesen Reichweite.
dann mal wieder auf nach oben. Ich soll eine Foundry machen. Okay, eine Foundry wird hergestellt. Am besten irgendwo, wo es nicht im Weg steht. Wird mir ja angezeigt, wie groß das ist. Okay, es baut sich. Da kann ich jetzt Zinnbahnen herstellen. Womit booste ich das gerade? Warte mal, was kann ich denn sonst noch so herstellen? Eine Raffinerie, dafür brauche ich Zinnbahnen. Und eine Box zum Lagern. Dreck gebaut. Dann gönne ich mir jetzt mal. Jetzt habe ich ja ein paar Zinnbahnen. Wofür brauche ich denn? Ich sehe das nicht, weil da ständig der Chat im Weg hängt. Ey, ganz ehrlich, der Chat hängt hier durchgehend im Weg. Ich gucke übers Handy bei diesem Spiel über den Chat. 250 brauche ich. Kann ich denn wenigstens schon aus den Zinnbahnen, die ich jetzt gerade habe? Ja, ich soll mir ja sogar einen Grappling Hook machen. Why walk when you can fly? On a cable. Fired from a gun. Okay, jetzt habe ich einen Grappling Hook. Imagine if grappling had been a prerequisite for this job. Ich soll den sogar nutzen. So. Wir haben noch mal ein paar Zinnbahnen. Und Zinnbahnen braucht man offenbar für alles. Ich lasse die Raffinerie jetzt erstmal arbeiten und gönn mir noch was drin ist. Eventuell kann ich ja noch was basteln. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich freischalten kann. So, warte mal. Mining habe ich doch abgegradet, oder nicht? Gibt 7 Planeten momentan, also demnächst. Boah, das wäre im Multiplayer so cool. Aber leider wollten die anderen ja nicht. Ich weiß gar nicht, was die hatten. Das Spiel ist mega cool. Warning. Drop pod launch commencing. So, jetzt kann ich ja einen Grappling Hook nutzen. Probieren wir es mal aus. Hui! Hui! Klappt das auch bis da oben hin? Nee. Reichweite ist nicht hoch genug. Grappling Spot. Hier ist noch Zinn. Ich war noch so ein ganz kleiner Zinnbarren. So, Grappling Hook. Da ist eine Zinnstelle. Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch. So,
So, dann gönnen wir uns mal das ganze Zinn. Da ist auch schon der erste Gegner. So, wo leuchtet es? Da. Das Leuchten macht, dass man es schneller abbaut. Ah, wenn man das Mining auflevelt, dann kriegt man auch mehr Schaden auf dem Mining drauf. Also man baut dann schneller ab. Schön, dass der Grappling Hook an den Pilzen abprallt. This equipment appears human in origin, Captain. It seems you were not the first ones to discover extraterrestrial life. But don't let it get you down. Oh, ich kann mich an die Gegner ranziehen. Ich kann offenbar noch nicht kämpfen. Ich brauche erst eine Shotgun dafür. Es macht denen nämlich keinen Schaden, der Mining Laser. Hilfe! Hilfe! Böse Viecher! Ganz böse! Ich brauche eine Gun. Also ab nach Hause. Was ist denn da? Ach, das ist ein Pilz. Erstmal so fragen, was ist denn da Schönes? Und dann ist es ein Pilz. Da oben kommt man doch irgendwie dran. Warning. Drop pod launch commencing. Spiel jetzt aber auch nicht mehr so lange. Aber ich wollte in dieses Spiel auf jeden Fall mal reinschauen. Und das werde ich höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal spielen, auf jeden Fall. So, wie viel haben wir denn? 300 erst. Ich glaube, ich mache eine zweite Raffinerie. Ich meinte von denen eine zweite. Kann ich auch schon... Ja, ich kann eine Raffinerie basteln. So, jetzt habe ich zwei davon. Jetzt will ich die Raffinerie benutzen. Ich brauche 10 Nägel. ...50 davon brauche ich. Dann habe ich eine Shotgun. Dann kann ich die Viecher über den Haufen schießen. So, 50 Nägel. Vor allem im Multiplayer bräuchte es das, glaube ich, doppelt, oder? So, Shotgun. Who needs precision when you have a handful of steel pellets? Man hat offenbar unendlich Munition. Okay. Und diese Zinn-Gear, wofür brauche ich die? Ich lasse erstmal von denen welche herstellen. Und falls ich kann, brauche ich jetzt noch eine zweite Raffinerie. Nee, kann ich nicht. Jetzt kann ich eine zweite herstellen. So, dann baue ich hier eine zweite Raffinerie hin. So, und dann lasse ich das Teil jetzt erstmal herstellen. Kann ich in diese Crate überhaupt reingucken? Ach, diese Gears, die brauche ich, um mich aufzubessern.
Ja, momentan brauche ich ja eher weniger die Nägel, ne? Also mache ich das auch mal auf die Gears. Oh, Zinkplatten, wie weit man hier gehen muss. Aber wenigstens kann ich mich jetzt wehren. Upgrade Biotech. So, unter Combat. Hab, glaube ich, nicht genügend, oder? Nee, ich brauche jetzt ein paar von diesen Gears. Wisst ihr, ich lasse das hier oben jetzt erstmal arbeiten und gehe wieder zum Planeten zurück. Warning, drop pod launch commencing. So, ich will jetzt wenigstens einmal die Viecher über den Haufen schießen. Kommt man 100 pro noch mal hoch. Wo ist jetzt hin? Das Spiel veralbert mich. So, ihr blöden Drecksbiester, jetzt kann ich mich wehren. Kommt her! Ich habe offenbar nicht so eine riesen Reichweite. Ha! Wie gefällt euch das? Okay, man bringt sie nur um, man kriegt nichts von denen. Aber ich kann mich jetzt wehren. Ah, komm doch her! Komm doch her! Ja, Scorpio erledigt. Mein Erzfeind Nummer 1 erledigt. So, jetzt soll ich ja den Planeten erkunden. Oh. Aber da sind wieder ein paar meiner kleinen Freunde. Und die sind schnell, die sind schnell. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Ach, das ist gar keine Bahn. So kein Erz. Da oben will ich auf jeden Fall einmal hin. Böser Skorpion. Böse. Böse. Wenigstens Infinite Ammo. Das ist was Schönes. Wenn ich springe, trifft er mich nicht. Das ist was Gutes. Das ist gut zu wissen. Da kommt sein Bruder. Tot. So. Ich habe es geschafft. Ich habe mich hier hochgeschietet. So, was ist das blaue Ding hier? Ah, das sind Upgrades. Grappling Hook Range Upgrade. Ich habe jetzt noch eine höhere Reichweite mit dem Grappling Hook. Dann gönne ich mir jetzt erstmal das Zinnium. Das brauche ich ja wie Heu. Wo ist denn dieser wunderschöne leuchtende Punkt? Ich soll eine Mining Company errichten.
Da stimme ich zu, ich weiß nicht mehr den Namen. Silias hieß sie, glaube ich. Also mir gefällt das Spiel. So, das Zinn gönne ich mir natürlich auch. Ich habe den Leuchtepunkt gesehen. Da ist er. Da kriege ich auch mehr, glaube ich. So, wo leuchtet es jetzt? Da. Wo ist mein leuchtender Punkt? Wieder ein bisschen Zinn. Der Grundstein meines Lebens. Zu dem da oben gehe ich gleich hin. Oder auch jetzt. Hoffentlich reicht meine Range. Nope. Eventuell, wenn ich hinspringe, reicht's. Oh, das hat gerade so funktioniert. Gut, dass ich so viele Jump'n'Runs gespielt habe. Ja. Wunderbares Sinn. Komm in meinem Inventar. So, schaffe ich einen Sprung zu dem einen Sinn da? Es gibt auch keinen Fallschaden, auch was Schönes. Also, ich wiederhole mich zwar, aber ich verstehe nicht, was meine Kollegen gegen dieses Spiel einzuwenden hatten. Ich finde, das ist schön gemacht. Vor allen Dingen sind sie ja gerade noch in der Early Access. Und im Gegensatz zu Corekeeper muss ich in keiner Base abhängen. Ey, ohne mich war in dem allen anderen Spiel halt die Base verloren. Wo sind meine kleinen Freunde? Da ist mein kleiner Kumpel. Komm her. Wenn man zählt, dann fliegen die in eine Bahn. Und wenn man das ohne macht, dann ist es mehr so ein Streuangriff. Gut, das jetzt auch zu wissen. Ich gehe mal in der anderen Richtung erkunden. Ich brauche auch mal ein paar Gears. Mir fällt was auf. So. Jetzt hat alles eine Richtigkeit. Wenn man so kommt, dann kommt man eventuell da oben dran. Boah, hier kann man ja richtig hardcore erkunden. Ich weiß, dass es auch Bosse geben soll. Boah, hier werde ich auf jeden Fall noch Spaß haben. Also den Grappling Hook, den muss ich auf jeden Fall upgraden. Der ist ja essentiell für das gesamte Spiel. Ohne den komme ich ja nirgendwo hin. So, da hoch. Schade, Reichweite war nicht hoch genug. Vor allen Dingen, wisst ihr, was mein Kollege Paul Band dazu sagte, als ich ihn gefragt habe, ob er dieses Spiel mit mir spielen will? Wenn es unter 5 Euro kosten würde, vielleicht. Ich gucke mir das Spiel an, das ist doch weit mehr wert als 5 Euro. Das finde ich sogar beleidigend, wenn man zu einem Spiel sagt, dass man nicht mal ein Viertel vom Preis zahlen will.
Obwohl das Spiel eigentlich so, ne, richtig gut ist. Finde ich mega gemein gegenüber einem Spiel und dem Entwickler. So, ich habe jetzt richtig viel Zeug. Ich habe auch sehr viele Zinnbarren. Also lasse ich jetzt auch mal ein paar Nägel nochmal herstellen. Ich weiß ja nicht, vielleicht brauche ich die ja nochmal. So, Combat. Habe ich noch nicht genügend? 98 habe ich mir fehlen, genau 2. So, Zinnnägel habe ich jetzt 113. Ich brauche ja hauptsächlich die Gears zum Upgraden. So, Combat. Stronger Body. Ah. Ich sehe schon, man braucht richtig viel von allem. Warte, bevor ich ein Monster kill. Main Hall, da war man nicht Medbay. Irgendwo hier war Medbay. Hier. Dann würde ich mich nämlich gerne heilen. Wie heile ich mich? Ah, wenn ich einfach hier drin stehe, dann werde ich schon geheilt. Die Upgrades, die muss ich auch offenbar erst finden. So, ich kill jetzt auf jeden Fall nochmal Monster. Dann gucke ich, ob ich mich nochmal upgraden kann. Und dann würde ich für heute schon Schluss machen. Guck mal, ob ich die Dinger hier upgraden kann. Nee, da brauche ich 1000 Zimbern. Brauchst ja richtig viel. Ah, für dieses Range-Up brauche ich die Zinnnägel. Okay, dann lasse ich die jetzt auch nebenbei herstellen. Die braucht man echt für die Upgrades. So, beides wird hergestellt. Die Nägel und die Gears. Ich denke mal, Level 20 ist nix. Wenn ich schon so viel so ein hohes Level habe. So, da habe ich jetzt mal abgegradet. Soweit ich kann. Zinn ist offenbar das, was wir hauptsächlich auf diesem Planeten kriegen. Keine Ahnung, was das ist. Aber kann ich irgendwas Neues schon basteln? Was bringt denn überhaupt diese Crate? Wird da was reingelagert, wenn zu viel gerade da ist? Oder wofür ist die? Warte mal, ich guck mal. 1000 ist hier generell. Ich stelle jetzt mal so einen Teil direkt daneben. Ja, das erhöht die Maximalen, was das haben kann. Also sollte ich das schon so in die Nähe stellen. Dann habe ich einen höheren Maximalwert. Packe ich einfach mal dahinter. Scheint ja auch nichts zu kosten, wirklich.
So, jetzt habe ich jetzt 2000 als Storage. Nägel brauchte ich, damit ich hier den Grappling Hook verbessern kann. Okay, Mining Strength ist jetzt auf 50%. Dann töten wir mal ein Monster. Rein in die Kapsel und ab nach unten. Wir killen jetzt noch ein Monster. Und dann machen wir für heute Schluss. Je nachdem, was der sagt, was ich als nächstes machen soll. Ui! Ja, nicht weit genug. So, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Wo seid ihr? Ich brauche ein kleines Mistding, was mich töten will. Ah, da. Okay. Da soll ich irgendeine Ressource einsammeln für die Engine. Und dann kann ich zu Planet 2. So schnell schon? Hab die Taste nicht gefunden. Bleib mal auf dem Schießteil, auf den Schießprügel. So, ab nach oben. Skorpion, lass mich. Da ist irgendein nicht leuchten. 13 means luck, so great news. Okay, Sinn. Gimme, gimme. Ja. Oh, so viel Sinn. So, was ist denn da, dieses grüne Leuchten? Oh, grüne Pilze. Die leuchten, wenn ich sie anschieße. Ich hoffe, die leuchten jetzt unendlich lang so heftig. Sonst sehe ich gleich nichts mehr. Pass runtergefallen. Nein, die verlieren an Helligkeit. Ich habe Angst. Ich habe Angst, runterzufallen. Ich hoffe, das Upgrade ist es wert. Irgendwas für die Shotgun. Gib mir Licht, du dummes Ding. Das war auch ein Erlebnis. Also ich sehe Potenzial in dem Spiel. So, hier war noch Zinn zum Mitnehmen.
Manchmal verstehe ich meine Kollegen einfach nicht. Da ist wieder ein Scorpi. Der ist wendig. So, dahin. Und dahin. Und da oben. Boah, ist das ein Parcours. Da brauche ich doch, glaube ich, erst die Range ab, oder? Oder schaffe ich es auch schon von hier aus? Nee. Dafür brauche ich 100% die Range ab bei dem Hook. Komme ich nie dran. Vielleicht, wenn ich hier oben drauf stehe. Ja, so klappt es gerade so. Ich brauche aber dringend erst diese Range ab. Ich komme sonst da nicht ganz hoch. Also erstmal Nägelfarben. Mehr. Okay, einer ist tot. Du stehst aber auch ganz fies. Pff. Wo kommen die alle her? Ich bin gerade nur im Rückwärtsgang. Verreck doch! Jetzt fall um! Wenigstens die Kleinen. Alter, hat das viel Leben. Ich habe es überlebt. Ich habe den Schweinehund niedergeschossen. Ich sehe schon den lustigen Parcours. Erstmal mal mit dem weg. Das Zinn gönne ich mir natürlich. Jetzt bitte kein Vieh von hinten. Weil ich brauche ja haufenweise Zinn. Boah, ich bin unfähig. Den schaffe ich nicht. Nicht mit so wenig Leben. It may be best to attack it while it's distracted. Was passiert überhaupt, wenn ich in dem Spiel sterbe? Das ist ein Fernkämpfer. Wie destruktiv ist dieses Vieh denn? Natürlich macht es irgendeinen Giftnebel. Aha, du triffst nicht. Oh, ich sollte nicht nach unten. Erst nachdem er die Bälle geschossen hat, muss ich nach unten.
Okay, ich habe gut Schaden gemacht. Schnell nach oben. Alter, ich mit so wenig Leben das Vieh noch schaffe. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Komm, tu deinen Kopf nach unten. Tu deinen Kopf nach unten. Ja. Einmal noch, dann habe ich's. Einfach in Bewegung bleiben, bis er seine komischen Giftwolken macht. Und am besten nicht zu den Scorpies rennen. Wieso lebe ich eigentlich noch? Ja? Oh. Ich hab's irgendwie noch überlebt. Und da ist irgendein Upgrade. Ygg-Eagle. Ach, ich hab ein. Das sind Skins. Die man. Die goldenen Dinger. Die blauen sind nur Upgrades. So, hier hoch. Da ist nämlich irgendein Erz, das will ich haben. Amber. Das brauchte ich doch sogar. Ist hier noch mehr davon? Da vorne ist irgendwas Blaues, aber das Problem ist, da sind auch irre viele von den Skorpionen. Wenn ich es schaffen würde, sie hier runter an eine Kante zu locken, dann könnte ich die besiegen. Du bist zu nett. Das Mädel ist einfach zu nett zu mir. Vielleicht kriege ich sie an die Kante gelockt. Ich würde nämlich sehr gerne dieses Amber mitnehmen. Und tot. Habe ich mein ganzes Zeug noch? Okay, es ist nicht schlimm, in diesem Spiel zu sterben. Man ist dann einfach nur wieder oben. Okay, die Engine, die kann ich ja jetzt upgraden. Tue ich auch sofort. Jetzt kann ich zum zweiten Planeten reisen, wenn ich möchte. Das werde ich heute aber nicht mehr tun. Ich werde jetzt noch einmal nach unten gehen. Zum Hangar. Erstmal das Zeug hier hinten gönnen. So, ich glaube, ich brauche... Oh, hier, jetzt habe ich Zinkbarren. Muss ich aber natürlich auch erstmal finden, ne? Dann mache ich mir jetzt erstmal Nägel, weil ich die am meisten brauche. Kann ich irgendwas noch upgraden, bevor ich hier Feierabend mache? Nicht hier. Hier. Grappling Hook.
Nee, zu wenig. Ich habe Sticky Bombs freigeschaltet. Dafür brauche ich nur Zimtplatten. Wie mache ich die denn? Die waren auch im Trailer-Video. Die kann man so an die Wände schmeißen, dann explodieren die und machen die Wände weg. Oh, auch aus Zinnbahn. Okay, da werden jetzt Nägel und Platten hergestellt. Eventuell verlage ich das auch hier irgendwie in den Gang. Kann ich hier denn noch irgendwas aufbessern? Ich kann Mining Strength nochmal aufbessern. Movement Speed kann ich verbessern. Weil ich ja jetzt die Ember habe. Warte mal, wie viel von den Embers habe ich? 500. Irgendwas brauchte 500 Ember. Und damit meine ich nicht das Teil. Irgendwas oben. Was sind denn die Green Rooms und Habitation? Würde ich mir eigentlich auch gerne angucken. Aber erstmal Main Hall. Den Scanner, der war's. Den konnte ich dann upgraden. Dann kann ich sehen, was es auf dem Planeten so gibt. Zwei Paints gibt es auch immer noch. Irgendein anderes UGC. Also vier Paints kann man noch finden und irgendein Recharge-Modul. Dann recharge das Ding wahrscheinlich schneller. Und ich habe ja jetzt einen neuen Skin, ne? Ja, jetzt habe ich einen neuen Skin. Also gut, Leute. Dann würde ich jetzt sagen, war es das hier für heute. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, cooles Spiel. Werde ich auf jeden Fall durchspielen. Das kann man offenbar auch gut alleine spielen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch und wünsche damit dann jetzt wirklich jedem einen schönen Abend.